Hallo YouTube, AdSense hier, es ist wieder Freitag, ich habe hier einen Haufen News für euch. Ich glaube, es wird ein bisschen länger, das Video, aber es wird euch sicher gefallen. Die wichtigste Nachricht für uns TCG-Spieler als allererstes steht vor euch. Wir haben eine neue Liste. Die kam Dienstag raus. Max hat schon ein Video drüber gemacht, das kam ja gut bei euch an. Ich möchte auch noch meinen Senf dazu abgeben. Also los geht's. Jo, was haben wir denn da? Verboten Kirin, super. Tyrion, Neptun, ja, ist okay, weil könnte problematisch werden demnächst. Emptier ist verboten, auch super. Auf 1, Max C können sie eigentlich auch komplett kicken oder halt auf 3 lassen. Das ist halt, weiß ich nicht, bremst halt das Spiel. Was zum einen auch gut sein kann, zum anderen ist es halt auch ein bisschen unfair, weil man darf halt nicht Yugi spielen, ne? Also von mir aus kann die Karte ganz weg. Rescue Cat mit Errata, Bionic mit Errata und Future Fusion, Empire Order, sag ich mal, mit Errata sind alle noch irgendwo spielbar. Die Brain Control wird man wahrscheinlich nicht so in Deck sehen, weil die, glaube ich, nur ein Monster übernehmen können, was genommelt werden darf. Ist halt nicht immer der Fall gegeben. Aber trotzdem, der Impel Order negiert immer noch Zauberkarten. Future Fusion ist für das Inferno-Deck ganz interessant, muss halt eine Runde liegen, damit man dann alles millen kann, was geht. Und ob dann die Fusion kommt oder nicht, ist da richtig egal. Und Bryonic kann den Effekt halt nur einmal nutzen, ist trotzdem immer noch gut, denke ich mal. Und die Rescue Cat, ja gut, da wird es wieder einige geben, die irgendwie abusen wollen. Semi-Limit, also zweimal erreichbar für uns, ist der Wisdom Eis wieder. Und dann der Kaiju Slammer, das ist beides recht uninteressant. Ich glaube, Slammer haben die meisten eh noch zweimal gespielt. Aber das Interessanteste für das ganze Metagame ist natürlich die Red Pier auf 1. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ach du meine Güte, Bosch 2.0, du hast jetzt letzte Woche noch 150 Displays der Special Edition bekommen, wo der Bauburgen und Zombiestein drin war. Das kann es da nicht sein, dass du so ein gutes Produkt wieder verhumsen musst, weil läuft nicht. Aber es gibt die ersten YouTuber, unter anderem ja Max, die gezeigt haben, auch mit zwei Redpier kann man noch die Emerald-Kombo machen und dann halt ein paar Karten ziehen. Und heute habe ich auch bei Simo, so einem englischsprachigen YouTuber, gesehen, dass man mit einer Ratte plus Instant Fusion auch 5 Karten ziehen kann. Also das Deck lebt noch, keine Angst, könnt ihr weiter bei mir bestellen und macht ihr hoffentlich auch, damit ich das Zeug loswerde. Nicht, dass ich wie bei Bosch erstmal drauf hängen bleibe und dann nach und nach das Geld reinhole mit den Strikes und Twisters. Also im Nachhinein kann ich jetzt auch einem Jahr auch sagen, Bosch damals nochmal nachzukaufen war das Beste, was man machen konnte. Das Geld ist wieder drin. Aber trotzdem war es halt erstmal damals ein Schock, ne? Gut, soviel zur Liste. Was hat sich dadurch getan? Ja, Lawn Mowing ist gestiegen von... Letzte Woche war es noch bei 13, jetzt ist es schon auf 30 hoch. Aber der Preis geht so langsam wieder runter. Bryonic ist natürlich gestiegen, weil coole Karte und so, ist von 1,50 Euro auf 4 Euro hoch. Und dann denken jetzt alle, hier Paleo ist jetzt T0. Ja, könnte möglich sein für den April, wenn wir dann ab Mai Maximum Crisis bekommen. Dann haben wir natürlich zwei weitere Exits für die Zodiacs und dann geht es wieder von vorne los mit dem ganzen Quatsch. Ja, aber trotzdem ist die Kröte jetzt erstmal rasant gestiegen von 20, 25 auf 50. Hat sich im Preis verdoppelt innerhalb von 3 Tagen. Und dadurch, dass halt die YCS der Joshua Schmidt von CCG gewonnen hat in Prag, lustigerweise im Finale wieder gegen Baby Prag, bei dem steht es jetzt 1-1. Mal gucken, wer die nächste YCS gewinnt, wenn sie wieder im Finale stehen. Ja, er hat halt 60 Karten parallel gespielt und da sind gerade ein paar Karten am Hypen, deswegen. Die will ich euch auch noch alle zeigen. Und da hätten wir vor allem den Absolute King Backjack. Wenn man den mildt, kann man irgendwie 3 Karten sich angucken vom Deck, die obersten 3 und dann irgendwie in beliebiger Reihenfolge wieder zurücklegen, beziehungsweise man kann auch irgendwie eine Falle setten oder so, aber ist, ja, der ist auf jeden Fall von 0 auf 100. Von 16 Cent auf 2 Euro oder so, also ganz crazy. Hat sich da Wert vor 5, vor 10-facht. Ja, ihr merkt, ich habe gute Laune. Ich habe heute viele Bestellungen geschafft, ich bin so gut wie durch. Wir haben es jetzt 14.50 Uhr, also um 3 Uhr. Schönes Wetter draußen. Ich feiere heute noch einen Geburtstag vom Kumpel und morgen darf ich bei einem Umzug helfen, deswegen bin ich nicht auf der Buchmesse. So, by the way. Fiend Griffin haben sie auch gespielt, eigentlich eine richtig coole Tech für das Format gewesen. Wird sich sicher auch durchsetzen. Man muss halt irgendwie so ein Paleo-Deck auf 60 Karten aufstocken können. Und
Fiend Comedian. War die Shortprint aus Legacy of Darkness? Hat auf jeden Fall noch keinen Reprint, soweit ich weiß. Nein, ist jetzt auch gestiegen von 1 € auf 5 oder so. Ja, oder naja, es gibt so gut wie gar keine mehr im Angebot. Ich hoffe, wenn ihr sie spielen wollt, dann habt ihr sie schon. Da möchte ich auch mal einen Kommentar dazu abgeben. Ich finde die gar nicht gut. Ich habe die damals schon getestet im Lightspawn, glaube ich, da zu der Zeit. Wenn du die im Early Game hast, hat der Gegner noch keinen Friedhof, bringt es ja nichts. Im Late Game bringt es ja nichts, weil wenn du millen musst, gehst du vielleicht decktot. Oder du willst gerade was banishen beim Gegner, weil er eine Aktion macht, und dann triffst du falsch und musst millen und hast halt minus 1 gemacht und er überrennt dich oder so. Und nur im Midgame kommt das gut, aber dann will man trotzdem irgendwie auch eine bestimmte Aktion durchbekommen, und ob das klappt, naja. Aber gut, irgendwie hat sich's durchgesetzt. Ist nicht schlecht, die Karte. Ist halt glücksabhängig, total. Jo, dann wurde ja letzte Woche noch angekündigt, da war mein Video schon fertig gedreht, dass man Tokens für die Links dann benutzen kann. Und da ging es übelst krass ab. Da war ich zum Glück schon im Urlaubsmodus oder noch im Urlaubsmodus, weiß ich nicht. Ich hatte ja ein bisschen Ruhe gemacht, musste einiges aufarbeiten die letzten 1-2 Wochen. Und da ging der GoFu im Hype los. Da waren auf instant 1000 Stück weg vom Markt, aber vom Preis hat sich da immer noch nichts getan. Ist halt eine aktuelle Edition und jeder hat da irgendwie 3 GoFus und trotzdem wurde der ordentlich eingekauft. Den sehe ich auch bald auf 1 €, wenn die Links haben zu uns kommt. Das noch nicht. Das Phantom Sky Blaster, ja, ich sehe jetzt keinen wirklichen verfügbaren. Ach nee, das ist Dual Terminal, ja gut, aber aus dem Duelist Pack. Da bin ich aus dem Urlaub raus, habe die Karte nicht editiert, habe dann noch 4 Stück für 30 Cent verkauft. Und jetzt geht's in 10er. Minus. Aber egal, ja, Glückwunsch an den, der so günstig nochmal bei mir einkaufen konnte. Ich bin trotzdem der Meinung, die Karte wird nicht viel reißen. Genauso Sündenböcke. Man darf halt nicht Nomen in der Runde, wo es kommt. Gut, man kann sagen, dann kommt es halt beim Gegner in der Runde. Aber ich glaube, mit Tokens wird man trotzdem nicht wirklich arbeiten, bis auch vielleicht mit dem Dandelion. Weil der halt sonst keine weiteren schlechten Bedingungen hat. Der ist jetzt auch gestiegen auf 3 € die Jump. Und die Secret Rare Golds, die ich gerade hatte, war die Ultra Rare, war glaube ich gerade auf 10 bis 130 €. Auch Wahnsinn. Jo, dann haben sie bei mir Sky Invitation, als Totenkopf-Aufforderung auf Deutsch, glaube ich, ja genau, viele gekauft, wahrscheinlich als Antikarte gegen die Lone Mowing Decks. Sagt halt aus, für jede Karte, die der Gegner auf den Friedhof packt vom Deck, kriegt er 300 Schaden. Wenn Lone Mowing 20 mit, sind das 6000 Schaden. Ist für die Burner Decks, die zurzeit aktuell rumlaufen, vielleicht eine interessante Tech-Karte gegen solche 60-Karten-Decks, weil 6000 Schaden machen, dann noch einen Secret Barrel hinterher und dann ist die Geschichte schon gelaufen. Was denkt ihr zu der Karte? Wird man die demnächst öfters in Burner Decks antreffen oder so? Also ich finde sie gar nicht so verkehrt, aber ist halt auch abhängig. Das ist, was hat da jemand gesagt? Das ist wie wenn du Entlarven, kennt ihr die Karte Entlarven noch? Gegen Maxi boardet. Da hat er auch irgendwo recht. Aber ich meine, wenn man es dann hat, dann ist das richtig gut. Debunk heißt es auf Englisch. Ich habe da Entlarven mal für euch. War damals eine übelst krasse Tech-Karte, hatte man teilweise schon im Main Deck gespielt, als Wailer und Maxi rumgelaufen sind. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ja, Card of the Mice ist jetzt auch durch das Paleo 60-Karten-Deck auf knapp 30 € hochgegangen, auch krass. Und was noch? Die Kröte haben wir schon, der Topf ist jetzt auch wieder im Hype, weil man halt dachte, okay, jetzt spielt man kein Zodiac mehr, im Zodiac war es doof, also braucht man wieder 3 Töpfe. Ist der vielleicht auch gerade ein bisschen sinnlos mit 60 € im Hype, der wird wieder runtergehen, vermute ich mal. Ich bin total, es ist so viel, was ich euch erzählen wollte, und wir sind schon bei 9 Minuten. Gut, eins nach dem anderen. Heute wurde der Spoiler bekannt gegeben von Duelist Saga. Da haben wir 42 neue Karten, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, könnt ihr mir gerne erzählen, ob da was Cooles dabei ist. Und die Reprints, ja, mal wieder so ein paar Blue Eyes und Sachen, die jetzt Errata bekommen haben. Genau, Nekrowelle hatte auch ein Errata. Tsukuyomi habe ich mich gefreut, weil da kommt man mal so selten ran für die Goat-Spieler. Und ja, guckt es euch mal an, also viele coole Reprints. Hier der Apache ist auch drin, ist auch ganz cool. Sonst irgendwas, was ich sehe. Trishula ist hier auch drin. Und dann hat man halt vermutet, als Trishula hier announced wurde für die Edition, da könnten ja auch Crystalwing und Omega kommen. Ist nicht so geschehen. Highspeed Raiders konnte ich gerade nicht nachbestellen, aber Shining Victorious habe ich gerade mal noch
paar Euros für ihr habe, dass ich da wieder was auf Lager habe, weil der größte Weg mit 60 Euro ist natürlich auch eine Hausnummer. Was ist noch drin? Wailer, Duality, Warning, Formula Synchro, Heroes Lives. Viele coole Sachen sind dabei. Ophion, Tourguide, also richtig viele coole Staples. Und der MX Saber Invoker, das wird sicherlich einige freuen. Mich selber auch, weil ich hatte nur meinen privaten, ich habe ihn schon ewig nicht mehr ankaufen können und verkaufen können. Ja, haben wir demnächst wieder welche. Außer, es gibt eine Zuteilung für das Produkt. Ich habe gerade schon bei meinem Händler geguckt, wo ich es bestellt habe. Ich habe 120 englische Displays und 60 deutsche bestellt. Und dann hieß es, ich habe eine Rechnung bekommen für 40 englische. Das heißt, es könnte wieder dramatisch werden, jetzt mit dem Vorverkauf, dass ich alle beliefern kann. Damit ihr schon mal wisst, beim Jens könnte es mal wieder Probleme geben. Aber ich versuche es zu regeln, habe schon drei andere Händler angeschrieben, ob die mir was abgeben wollen. Vielleicht klappt das auch irgendwie. So, mal Luft holen. Kommen wir zu den Turnieren. Ja, diese Woche Buchmesse, Regionals. Einige haben mich schon wieder angefragt, ob wir uns da mal treffen können, sehen können. Ich bin nicht dabei. Ich habe morgen einen Umzug beim Kumpel, dem ich helfen möchte. Und das geht halt von früh um 10 bis wahrscheinlich in Mittag, Nachmittag rein. Und dann lohnt halt Buchmesse auch nicht mehr so. Ist halt auch ziemlich teuer mit 12 Euro Turnierbeitrag und knapp 13 Euro Messeeintritt oder so. Nee, da müsste ich Top 4 kommen und aktuell habe ich auch nicht so die Motivation bei Yu-Gi-Oh! Also Prag war desaströs für mich. Das war, naja, und jetzt mache ich erstmal einen ruhigen. Mal gucken. Nächste Woche, ihr seht es vor euch, macht man dann den ersten Challenge Tourstop in Halle, in Hall of Games. Und ich glaube, das ist auch der erste CTS für CCG allgemein in Europa, weil die halt erst ab 1.4. wieder ihre Season starten. Season 2017. Und da könnt ihr dann wieder coole Preise bekommen. Die haben ihren Preispool noch mal ein bisschen geändert. Das steht alles in der Beschreibung drin von der Seite, glaube ich. Und Punkte könnt ihr halt wieder sammeln für die Region Deutschland. Da werde ich wahrscheinlich wieder mal ein paar coole Gesichter sehen aus Berlin. Werden bestimmt wieder einige anreißen aus dem Umland. Und CCG-Events sind ja allgemein sehr beliebt. Wir spielen dann halt nach neuer Liste. Das heißt, es lohnt sich auch, Featured-Matches jede Runde aufzunehmen. Und ja, ich werde es halt nebenbei. Also ich werde die Coverage machen, Lars wird das Turnier leiten und dann wird man es reinteilen in den Ankauf von Karten, falls ihr mal wieder was loswerden wollt, falls ihr Geld haben wollt, falls Prag zu teuer war oder ihr was zu Ostern braucht oder wie auch immer, wir sind bereit, alles zu kaufen, was ihr gerade nicht mehr braucht. Am besten schon ein bisschen vorbereiten, damit das schneller geht, falls mal viele Leute sind, dass wir alle abarbeiten können. Das wäre sehr gut und dann haben wir für den April wieder viel, viel vor. Die Woche nach Halle ist die Hallenstelle speziell in Berlin. Da wollen wir eigentlich auch hingucken, Enrico und ich, und mal gucken, wer noch mitkommen mag zu einer Hanse Challenge. Und dann wollten wir eigentlich die MHL wieder starten am 15.04. Aber David, Nino, ich, wir kommen gerade nicht so zu einem besseren Konzept als letztes Mal und nochmal das gleiche machen wollten wir nicht. Also wird das wahrscheinlich erstmal ausfallen, bis wir wirklich einen Plan haben, was wir euch bieten wollen, damit es interessanter wird. Weil die letzten Zahlen waren okay, aber die waren halt nicht so wie gewollt. Wir wollten halt immer steigendere Mitglieder haben, also Teilnehmer bei den Turnieren. Das war leider nicht gegeben und das lag wahrscheinlich nicht an euch, sondern eher an uns. Und da müssen wir halt gucken, wie wir unsere Turnierserie verbessern können, damit es wieder interessanter für euch wird. Danach ist das große Eröffnungsturnier in Köln. Da habe ich jetzt auch abgesagt für, weil ich mit meinem Besten, der heute Geburtstag hat, das möchte ich ihm so als Geburtstagsgeschenk bieten. Er wollte mit mir Halbmarathon laufen, Spreewald Halbmarathon. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte nach Köln. Und er so, oh, bitte, komm doch mit. Und naja, jetzt kriegt er das zu Geburtstag, dass ich halt Köln absage, nicht was mit euch mache und dann mit ihm Marathon renne. Ich bin bekloppt, ey. Na gut. Und jo, habe ich noch Ankündigungen. Dann haben wir noch die 10. Hanse Challenge in Lübeck am 13. Mai. Und ganz in die Zukunft gesehen, eine Woche vor der DM, weil ich der DM ja nicht dabei bin, möchte ich dann von mir aus in der Hall of Games Halle am 27.05. noch ein CCG-Event machen. Wir dürfen im Einquartal 2 machen, weil wir halt cool sind. Nein, weil wir zwei verschiedene Veranstalter sind. Da ist es egal, ob es die gleiche Location ist oder nicht. Also gibt es jetzt im April und im Mai CCG-Events in Halle. Das könnt ihr euch schon mal einschreiben, 1.4. und 27.05., dass ihr da nichts euch vornehmt. Da sehen wir uns auf jeden Fall, dann vielleicht in Berlin, nicht in Köln, nicht auf der DM, nicht zur Buchmesse. Also so 50-50 kann halt nicht mehr alles mitmachen.
Das war's auch von meiner Seite aus. Jetzt sind wir schon 5 Minuten über den Rahmen. Aber gut, es gab halt viel zu viel, was ich euch sagen könnte. Und dann habe ich alles nur minimal angeschnitten. Ich hätte es jetzt auch noch weiter ausführen können. Ich mache noch die letzten Bestellungen fertig und sehen uns dann nachher in der Hall of Games. Da werde ich mal kurz vorbeigucken, falls da Leute zufällig sind, die das Video jetzt noch sehen. Ja, und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken auf der Buchmesse oder sonst wo. Holt euch die Quali für die EM, weil da bin ich auf jeden Fall wieder dabei in Utrecht. Macht's gut, euer Jens.